Situation suggeriert euch, es wäre auf der einen Seite eine diplomatische Entscheidung möglich gewesen und die andere wäre die objektive, juristische, inhaltliche Entscheidung. Ihr ignoriert völlig, was Ingo euch schon auf eure Zwischenfrage geantwortet hat, dass die politische Entscheidung dieser juristischen Entscheidung vorgelagert ist. Das heißt, in beiden Fällen ist es hier eine Entscheidung, die politisch motiviert ist. Wir finden das, dass es extrem problematisch ist, dass ich merke, hier nicht hinter der Verantwortung der Justiz verstecken kann, dass sie diese Verantwortung nicht abgeben kann, dass nämlich erstens diese Repression in der Türkei legitimiert, das ist unglaublich schlimm, zweitens, wir können Mythos in diesem Kontext von Meinungsfreiheit und Satire ein bisschen genauer beleuchten. Das heißt, als erstes, diese politische Entscheidung ist vorgelagert. Was hier passiert, wenn man dem einfach so zustimmt, dann lassen wir zu, dass sich eine Gewohnheit in der Türkei Politiker, Meinungen zu repressieren, exportiert wird. In dem Moment, wo Merkel gesagt hat, ja, das darf jetzt gemacht werden, gibt sie Erdogan recht, die Möglichkeit einer Beleidigung besteht hier offenbar. Damit gibt sie diesen Mann, der unglaublich viele Repressionen innerhalb seiner Regierungszeit eingeführt hat, unglaublich viel Recht. Von wem rede ich denn da ganz genau? Das sind 16-jährige Schüler, die inzwischen schon Haftstrafen bekommen haben, weil sie Erdogan mit Korruption in Verbindung gebracht haben. Dann sind das Studenten, die 14 Monate in Haft gesessen haben, weil sie Erdogan bei einer Demonstration als Diktator bezeichnet haben. Da geht es um Gesetze von einer staatlichen Telekombehörde, die völlige Freiheit hat, alle Daten ihrer Bürger zu sammeln und genau auch ohne irgendwelche behördlichen Prüfungen diesen Gerichtsbeschluss, also dem erlaubt wird, Webseiten zu sperren, wenn das der Regierung nicht passt. Das ist problematisch. Das ist nicht mehr Redefreiheit. Das ist nicht mehr Demokratie. Das sind Menschen, denen wird der Diskurs versperrt. Das sind Menschen, denen wird Kritik versperrt. Und jetzt wird es exportiert auf uns, wo Merkel nicht die Eier hat zu sagen, das nicht bei uns. Warum ist das genau für Deutschland ein Problem? Schauen wir uns das doch mal an. So, als ich das letzte Mal das mitbekommen habe, war Deutschland das wirtschaftsstärkste und mächtigste Land Europas. Und wir lassen uns jetzt allen Ernstes, wenn ein kleiner Hampelmann im Kontext einer Satire-Show, im Kontext, wo es darum geht, Spaß auf anderen Kosten zu machen und dass jedem bewusst ist, wenn er diese Show einschaltet, dann zu sagen, oh nee, das war jetzt wirklich nicht okay. Nur weil dieser Herr glaubt, es hat noch nicht gereicht, 70 Leute in seinem eigenen Land zu versperren und ihm aufgrund genau solchen Paragraphen in Haft zu stecken. Nein, ich muss das jetzt auch noch mit Deutschland machen, weil da bin ich ja auch manchmal auf Wahlkampf. Und das finden wir problematisch. Genau diesen Export wollen wir einen Riegel vorschieben. Das finden wir schlecht. Es ist problematisch, wenn genau diese Repräsentation Merkel als Staatsoberhaupt repräsentiert sie nicht uns nur als Bevölkerung, sie repräsentiert den Staat, sie repräsentiert eben auch die juristischen Werte, die da mitkommen. Sie repräsentiert eben genau das, was wir gut finden, was wir tolerierbar finden. Und dann kann sie sich eben nicht dahinter verstecken, dass es eben an eine andere Institution abgegeben wird. Weil in dem Moment sagt sie, ich kann mich da jetzt nicht so für einsetzen. Das ist problematisch. Selbst wenn das Gericht letztendlich entscheiden würde, das ist keine Beleidigung. Der Fokus ist auf einmal auf dem Gedicht und einem Wort wie Zickenficker, anstatt auf den Akt an sich, was dieses Gedicht sein sollte. Es geht ja viel mehr um das Gedicht. Es geht ja um den Akt dazwischen. Was dazwischen passiert ist. Dazwischen wurde gesagt, das darf man ja jetzt nicht sagen. Es wurde dazwischen gesagt, das wäre ja jetzt gegen die Meinungsfreiheit. Das sind Sachen, es war ein Akt an sich, der Kritik äußert. Und Kritik in Form von Humor hat einen unglaublich wichtigen Effekt. Gleich dazu deine Frage. Warum hebst du dir diese Argumentation nicht einer Argumentation vor Gericht aus und überlässt die Entscheidung auf diplomatische Beziehung mit der Türkei wirklich übernimmt? Ihr tut so, als wäre es keine diplomatische oder keine politische Entscheidung. Jetzt haben wir euch aber erzählt, was die Türkei besonders macht. In Bezug auf den Kontext mit Redefreiheit, im Kontext mit freiem Diskurs, im Kontext mit Meinungsfreiheit. Und genau mit so einem Land kann man sich eben nicht das machen lassen. Vor allem, wenn es von der Mehrheit unseres Staates schon angesehen wird, dass man diesen Paragraph auf jeden Fall abschaffen wird. Genau dann darf man nicht den letzten Aufbeugen noch mal kurz aufgeben, wenn wir doch eh dafür sind, dass das abgeschafft wird.
werden, wenn wir doch eh dafür sind, diesen Regeln wegzunehmen. Genau dann können wir eben das nicht mehr so machen. Das heißt, das ist ja auch, wenn Ingo euch erklärt, gerade im Zuge mit dieser Erpressung, oder sagen wir, wir argumentieren nur mit Erpressung, es geht um viel mehr. Es geht um diese Strahlkraft, es geht um diese Symbolik. Wir haben hier unglaublich viele Flüchtlinge aus Syrien. Die haben diesen Diskurs nicht. Die können auch nicht kritisieren, frei kritisieren. Und jetzt kommt auf einmal dieses starke, westliche, stolze, europäische Land, wo man alles darf, wo jeder akzeptiert wird, wo jeder sagen kann, was er möchte. Und genau in so einem Augenblick kommen diese Menschen zu uns, wir wollen sie aufnehmen und geben dann das Symbol von, oh, aber nicht bei Erdogan, da haben wir jetzt schon ein bisschen Angst, weil wir brauchen den noch, weil der hält euch ja dann weg von uns, damit wir, dahin brauchen wir noch, das ist ein blöd wegen den Flüchtlingen jetzt. So ein bisschen unpraktisch. Wenn wir diesem Pragmatismus recht geben, dann ist doch genau diese juristische Objektivität verfehlt. Genau dann werden wir doch unberechenbar, genau dann verlieren wir doch diese juristischen objektiven Werte. Ihr müsst uns zeigen, warum ihr erstens diesen Paragraphen so erhaltenswert findet, obwohl die Mehrheit das ja schon sagt, dass das eigentlich abgeschafft werden sollte. Ihr müsst uns zeigen, dass es in irgendeiner Weise keine politische Entscheidung war. Und selbst wenn es keine politische Entscheidung war, dass das Outcome von eurer Seite in irgendeiner Weise einen größeren Effekt hat, als wenn wir gesagt hätten, wir treten genau für diese Meinungsfreiheit ein. Denn wir glauben, es hat einen ganz wichtigen Spillover-Effekt, weil es eben dann nicht für diese Menschen in der Türkei, die repressiert werden, die eben, dass es denen eben keine Legitimation gibt, weiter Menschen einzukerkern, obwohl sie erst 16 sind und mal gesagt haben, dass sie Erdogan nicht so gut finden. Das ist unglaublich problematisch, weil Erdogan wird es ausnutzen. Er kann sagen, hier, schaut euch diese große Merkel an, schaut euch dieses große Deutschland an, die stehen hinter uns, wenn es um sowas geht. Es ist mein Recht, euch alle einzukerkern, wenn ihr den Mund in die falsche Richtung aufmacht. Dafür sind wir auf keinen Fall heute hier in der Regierung. Genau gegen solche Repräsentationen wollen wir uns heute stellen. Deswegen heute für diesen Antrag.